Ein wunderschön, da bin ich auch schon wieder. Euer Odin. Mal jetzt bei Look Design. Wir haben das erste T-Shirt, offizielle T-Shirt für den Shop jetzt fertig. Das habe ich auch gerade an. Jetzt Stefan zoomt gleich raus, dann könnt ihr das sehen. Ich werde nachher auch noch Video machen mit der Fotostrecke, wo ich hier Fotos gemacht habe. Das ist das erste T-Shirt, was wir jetzt hier gemacht haben für den Shop. Es wird noch mehr T-Shirts geben mit meinem Logo, alle drum und dran. Aber das wollte ich unbedingt haben, weil das ist so kanalübergreifend. Odin bin ich. Und hier oben haben wir nämlich als I-Punkt, war die Idee vom Stefan, mein Logo genommen. Und das lockert das alles ein bisschen auf. Man sieht Odin, sieht frisch aus. Ja, also ich find's knorke. Also müsst ihr mal sagen, wenn es euch gefällt, einen Daumen nach oben natürlich. Und dann könnt ihr eure Meinung ja mal kundtun, wie es euch gefällt. Das soll es jetzt auch so weit gewesen sein. Also so wird es komplett geben. Ich habe es ein bisschen abgeändert. Bei mir ist es jetzt praktisch hier an der Seite auf beiden Ärmeln Look Design drauf. Das wird in der fertigen Version im Nacken drauf sein. Also im Halsdruck, Nackendruck, aber auch die gleiche Größe oder ein Stück größer. Kleiner. 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 Auch weiß oder? Weiß, ja. Weiß. Ja, und bei mir, ich habe meins jetzt anders, weil ich habe ja auch Geld bezahlt und ich habe meins ein bisschen individualisiert. Bei mir sieht es ja nämlich hinten so aus. Wie ihr ja schon kennt. Das wird auch als T-Shirt geben. Vorne, hinten weiß ich noch nicht. Und als Strichjacke, wie ich für mich ja auch gemacht habe, wird auch alles im Shop kommen. Weil die Designs sind schon fertig, die habe ich ja machen lassen. Ja. Ich hoffe, ihr gefällt euch. Mir gefällt es mega gut. Stefan, wie gefällt es dir? Klasse. Ich werde auch noch ein Ist auch meine bisschen. Arbeit. Wir haben Nein. auch noch eine Version, da steht denn hier Gamer und Nerd. Ja, also hier Gamer.nerd haben wir auch gemacht. Das ist etwa so lang, denn der Schriftzug da drunter. Noch ein Stück länger? Kürzer? So? So. So. Haben wir uns jetzt gegen entschieden. Wir wollten jetzt einmal ein ganz schlichtes. Uns? Ich wollte was ganz schlichtes, einfaches. Und Gamer und Nerd kann man ja vielleicht später nochmal machen für, was weiß ich, eine Strickjacke. Ich habe noch eine Idee mit einer Collegejacke und sowas. Alles, das kommt, aber dann muss Niki erstmal gucken, ob man eine Collegejacke kriegt. Ich bin froh über mein erstes offizielles T-Shirt für den Shop. Man sieht es mir vielleicht an, ich strahle. Und vom Design, ich finde es toll. Das ist einfaches Shirt. Ja, das ist einfaches Shirt. Also die einfachste Version, die es davon gibt. Ja, weil wir haben alles extra ganz einfach Und gestrickt gemacht. Alles ist in weiß, ohne irgendwelche Farbe. Also hat man nur den Preis für eine Farbe. eine Folie. Eine Folie. Und vom Design her wollte ich halt was aufgelockertes, was Schönes, was halt zu mir passt und zu allem von meinen Kanälen passt. Ich wollte ja nicht nur ein T-Shirt für Odins Test, für Odins Thron. Ich wollte halt ein T-Shirt Odin. Finde ich. Passt. Und da kann man auch dann vielleicht mal als Seitendruck nehmen, wenn man halt was wie sieht, der Kabel macht oder irgendwas dergleichen, weil da haben wir ja noch nicht das komplette Design. Wir haben das Logo für vorne, aber wie hinten seitlich und sowas aussehen soll, haben wir noch nicht. Ob wir da mehr machen, ob wir nicht weniger mehr machen und so. Das ist alles noch am Machen. Und wenn es klappt, wird es ja Ende des Monats, also Ende April, der Shop stehen und das T-Shirt ist schon fertig. Also seht ihr, das kann man jetzt schon mal kaufen. Und der Kabel-Design ist auch fertig. Also, aber das ist das erste offiziell richtig gedruckte T-Shirt. Das richtig, richtig handfeste T-Shirt. So, wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich bin glücklich mit meinem T-Shirt. Das werde ich heute Abend im Stream anziehen. Ich bin dann mal weg. Ahoi, sagt euer Rudi.